Freunde, in diesem Video geht es um ein ganz wichtiges Thema. Und zwar, wie du mit der Zusammenarbeit mit Adressbrokern ziemlich viel Umsatz machen kannst. Hast du Bock? Na klar. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Mein Name ist... Genau, Nummer 1 Regelung Online-Marketing. Also... Zusammenarbeit mit Adressbrokern. Auch da mal wieder möchte ich dir bei mir aus der Praxis erzählen. Auch in einem Versandhandel mit Nahrungsergänzungsmitteln. Versandhandel mit Nahrungsergänzungsmitteln und wir hatten ein Produkt, was die Zielgruppe Männer hatte. Männer so 50 plus, Mitte 50 plus. Und ich habe mir überlegt, alles klar, was mache ich? Schalte PPC, ich mache das alles. Die gesamte anorganische Klaviatur im PPC-Bereich, bisschen SEO und so weiter, alles getan. Und dann habe ich gesagt, was gibt es noch für Kanäle, an meine Zielgruppe zu kommen? Und ihr kennt von mir das Wort ZGP, beziehungsweise eben Zielgruppenbesitzpartner. Das sind also, naja, Plattformen, Institutionen, Firmen, Webseiten, wo sich deine Zielgruppe tummelt. Also habe ich geguckt, okay, wo tummelt sich meine Zielgruppe? Und habe dann angefangen, meine Fühler auszustrecken nach sogenannten, ich schreibe es hier einfach auch nochmal auf, Adressbrokern. Adressbroker, was sind das für Firmen? Das sind Firmen, die zum Beispiel Daten, und das ist das Spannende, vermieten. Du kannst dort Zielgruppe mieten. Also bin ich zu einem Adressbroker gegangen und ich sage dir gleich, welches ist. Ich schreibe das gleich hier auf. Deshalb solltest du dabei bleiben. Und habe mit dem Adressbroker gesprochen, habe gesagt, okay, pass mal auf. Ich habe hier einen Versandhandel, Nahrungsergänzungsmittel, Zielgruppe männlich, Mitte 50 plus. Was habt ihr denn da für Zielgruppen? Und so ein Adressbroker, der hat als Kunden zum Beispiel andere Versandhandelsunternehmen. Nimm mal ein Versandhandelsunternehmen im Modebereich, Mode für Männer. Gibt's das? Na klar gibt's das. So die klassischen Versandhändler, wo du weißt, alles klar, die haben einen Katalog. Die verschicken jedes Jahr, sagen wir mal, zweimal, zum Beispiel Frühjahr, Sommer oder Herbst, Winter, jeweils 200.000 Kataloge an ihre Kunden. Das heißt, und das zeigt dir, die haben Kundenbesitz. Und solch ein Versandhändler für Herrenmode, der eben solche Kataloge versendet hat, weil er sehr viele Kundendaten hat, der hat sich an den Adressbroker gewendet und hat gesagt, okay, wir verschicken zweimal im Jahr unsere Kataloge, aber wir möchten auch an anderer Stelle mit unseren Kundendaten noch Geld verdienen. Wir geben die frei, dass andere Versandhändler die anschreiben dürfen über uns, aber natürlich nur andere Anbieter, die keine Konkurrenz zu uns darstellen. Jetzt komme ich ins Spiel. Ich interessiere mich für diese Zielgruppe, Männer 50 plus. Verschicke ich Mode? Nö. Ich verschicke Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, diesem anderen Versandhändler bin ich kein Konkurrent, sondern irgendwie, ja, wir nutzen die gleiche Zielgruppe. Und jetzt kommt es. Wie soll dieser Versandhändler mich kennenlernen? Ja, wie soll der einen anderen Versandhändler kennenlernen, der sagt, ja, ich möchte gerne Ihre Kunden anschreiben? Das kann mal auf irgendwelchen Netzwerktreffen funktionieren, sozusagen als Abfallprodukt des Zufalls. Aber damit das systemisch und richtig geordnet funktioniert, gibt es eben diese Adressbroker. Die bringen Zielgruppenbesitzpartner zusammen und verknoten die untereinander. Und so habe ich mich also an diesen Adressbroker gewendet und gesagt, das ist meine Zielgruppe. Und dann haben die gesagt, cool, hier gibt es diesen Versandhändler mit der Mode. Die können Sie anschreiben, per E-Mail oder per Brief. Und da habe ich gesagt, natürlich mache ich es per E-Mail, weil es günstiger. Und das Ganze war eben so. Ich habe dann für meine Webseite oder für mein Produkt eine Landingpage ins Leben gerufen. Ja, also Landingpage. Das war so ein richtig klassischer Sales Letter, eine Sales Page eigentlich. Und hier hatte ich dann meine Produkte drauf, die konnte der Kunde, ne, die konnte er dann kaufen. Ne? Hier kaufen, kaufen, kaufen. Und hier habe ich dann Traffic per E-Mail draufgeleitet. Was für Traffic? Ganz einfach. Die Daten, die ich bei diesem Adressbroker hier von diesem Versandhandel gemietet habe. Der Adressbroker ist sozusagen also die Schnittstelle zwischen uns. Ich kriege diese Daten nicht. Ich sehe die auch nicht. Das Einzige, was ich mache, ist, ich erstelle diese Landingpage und ich schreibe eine E-Mail, die dann
all diese Kunden von diesem Modegeschäft bekommen. Soweit, so gut. Jetzt ist die Frage, was kostet das Ganze? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel ein TKP von 15 Euro. Das bedeutet, 1000 Adressen werden angeschrieben, kosten mich 15 Euro. Zum Beispiel. Ungefähr. Es gibt von bis ganz, ganz unterschiedliche Modelle. Ne? Und so zum Beispiel kann man das abrechnen, also TKP-Preis oder was immer. Nagel mich aber jetzt bitte nicht auf den 15 Euro fest. Ja? Das ist jetzt hier ein völlig fiktiver Preis. Und dann sagst du, okay, ich möchte gerne, keine Ahnung was, 200.000 oder 100.000 anschreiben. Ich habe das gemacht, 100.000 angeschrieben, habe also dafür gezahlt irgendwie 1.500 Euro. Fertig, werden angeschrieben. Die öffnen die Mail, nicht alle, sondern ein gewisser Prozentsatz, Öffnungsquote. Dann klicken ein paar, auch nicht alle, gewisser Prozentsatz, Klickquote, ja, Klickrate. Die kommen dann auf meine Salespage und hier gibt es dann eine Salesquote. Und jetzt ist es, wenn deine Mietkosten für die Adressen niedriger sind als dein Umsatz, was bist du dann? Richtig, mehr oder weniger zumindest schon mal profitabel. Kommt natürlich jetzt noch so ein bisschen auf deinen Deckungsbeitrag an. Ich weiß, ich habe jetzt nur Umsatz minus Mietkosten geschrieben. Aber im Wesentlichen ist das das Modell und das ist das, was es dich kostet. Und das ist die einzige Message dieses Videos. Message Nummer 1. Es gibt Adressbroker da draußen. Super. Und bei diesen Adressbrokern kannst du deine Zielgruppe mieten. Du kannst deine Zielgruppe mieten. Jetzt noch zwei Sachen. Noch zwei Sachen. Drei. So. Zwei Sachen und die sind sehr, sehr wichtig. Erstens musst du wissen, welcher Adressbroker der richtige für dich ist. Das gucke ich nochmal eben los nach. Ich nenne jetzt nur die Internetseite. Ich gebe dir nicht die Telefonnummer, weil das darf ich hier nicht rausgeben. Aber die Internetseite ist as-dialoggroup.de. asdialoggroup.de ist die Adresse. Das ist aus Nürnberg, ein sehr, sehr guter Adressbroker aus Nürnberg. Wenn du da mit jemandem sprichst, bestell gerne der Frau Vogt. Schöne Grüße von mir. Ja? Mit der wirst du wahrscheinlich dann Kontakt haben. Schöne Grüße von Pascal Fey bestellen. Ruf die an, sag denen, was du für eine Zielgruppe hast. Sag denen, was du vorhast, nämlich du möchtest Adressen mieten, ob online, also per E-Mail oder per Brief. Du kannst sie auch offline anschreiben, beides geht. Und dann sagen die, alles klar, wir haben folgende andere Versandhändler, die eventuell ihre Zielgruppe eben auch haben und die wollen dafür haben x Euro. Also das kannst du vorher so ein bisschen ausdealen und dann versenden die. Und jetzt kommt mein absoluter VIP-Profi-Tipp, den du dir bitte unbedingt zu Herzen nehmen musst. Ich schreibe das mal hier hin. Und zwar schreibe ich das mal so hier runter. Wenn die dann einmal versendet haben, und das wird die Frau Vogt jetzt gar nicht mögen, dass ich das hier verrate, aber ich mache es natürlich trotzdem. Wenn die einmal versendet haben, musst du danach meckern. Du musst sagen, war nicht gut, hat nichts gebracht. Was machen die nämlich dann? Wenn du lieb bist, nicht weiter sagen, dann schicken die in der Regel nochmal raus. Das heißt, du kannst das Ganze zweimal versenden, zwei Anstöße sozusagen. Geht aber nur, wenn du meckerst. Wer nicht meckert, kriegt nichts. Wer meckert, kriegt einen zweiten Versand. Ja? Und das ist die Idee. Das heißt also, geh mal hier auf die Seite, zieh dir das rein, as-dialoggroup.de. Nimm Kontakt auf, beschreib deine Zielgruppe und frag, welchen Adressbestand sie dieser Zielgruppe entsprechend im Bestand haben. Ob du die anschreiben kannst, per E-Mail, per Brief, weil manche machen es halt nur offline, wenn sie die E-Mail-Adresse nicht haben, kannst du nicht anschreiben, online zumindest, logisch. Ne? Das musst du also ein bisschen rausfinden. Und wenn die versendet haben, meckern danach, weil dann versenden sie in der Regel nochmal, weil die wollen ja zufriedene Kunden haben. Und das ist das ganze Geheimnis mit Adressbrokern. Ich nutze es wirklich viel in anderen Firmen und es funktioniert dann gut. Das ist der Schlüssel, wenn hier dein Werbetext exzellent ist. Ja, oft schon gehört, dann haben die das gemacht, nachdem sie einen Tipp von mir gekriegt haben, haben andere das gemacht, so wie du, und haben nur Geld verbrannt. Sie haben, das hat nicht funktioniert. Dann kommen sie zu mir und sagen, ja, Pascal, hat nicht funktioniert.
Und dann gucke ich mir die Sales Page an und sage, ja, so wie die Sales Page aufgebaut ist, kann das auch nicht funktionieren. Das heißt, du brauchst erst eine konvertierende Seite. Erst eine konvertierende Seite. Bekomme bitte erst Google AdWords und Facebook in den Griff, dass das konvertiert. Und dann kannst du dich an sowas hier dran machen. Aber wenn du eine konvertierende Seite hast und einen hohen Customer Lifetime Value, weil deine Kunden dir viel Umsatz bringen, dann ist das ein mega Booster, um deinen Umsatz zu steigern. Das kannst du mir glauben. Das ist so ein kleiner Geheimtipp. Sowas lernst du nur im richtigen, harten Leben draußen im Bereich Versandhandel. Kaum ein Online-Markter macht das. Warum nicht? Weil sie alle keine Ahnung haben. Ja? Aber du kannst es jetzt ab sofort machen. Du kannst es machen. Komm, jetzt mach. Das muss morgen fertig sein. Ich habe noch überhaupt nichts. Und damit wirst du wahrscheinlich große Erfolge erzielen. Und deshalb gibt es jetzt Folgendes zu tun. Drei Dinge. Erstens, abonniere bitte diesen Kanal. Zweitens, bitte Daumen hoch. Gib mir Daumen hoch für das Video, wenn es dir gefallen hat. Und drittens, teile das Video, stell mir einen Kommentar darunter oder eine Frage und wende das bitte an, ja, weil Execution is the key. Also wende das an, angewandtes Wissen ist Macht, nicht nur Wissen ist Macht. Sei mal mutig, geh mal diesen Weg, und aber nur, wenn deine Seite hier konvertiert. Okay? Und in dem Sinne, viel Erfolg auf deinen Umsatz, dass du erfolgreich wirst. Alles Gute, danke fürs Zuschauen. Ciao.